Es kommt immer wieder vor, dass man im Garten einen Baum fällen muss. Und spätestens dann fragt man sich, was passiert jetzt mit dem Baumstumpf? Heute zeigen wir euch diverse Methoden, schnelle, langfristige, aber auch kreative, wie man diesen Baumstumpf loswerden kann. Marcel, den kennt er ja, aber was die wenigsten wissen, er baut nicht nur Gemüse an, er hat lange Jahre Gartenlandschaftsbau gemacht, macht es teilweise immer noch. Und da hast du in deiner Karriere einige hundert von diesen Baumstümpfen bestimmt schon entfernt. Ja, ein paar zusammengekommen. Und darüber reden wir heute. Wie bei allen Sachen gilt, es gibt immer verschiedene Methoden, wie man sowas machen kann, die zum Ziel führen. Machen vielleicht andere Leute ganz anders als Marcel zum Beispiel. Aber Hauptsache, es funktioniert am Ende und glaub mir, er weiß, was er tut. Fangen wir doch einfach mal mit den schnellen Methoden an. Ich würde sagen, wenn man Geld genug hat, sagt man hier nächsten machen. Machen am nächsten Tag ist das Ganze fachmännisch oder fachfrauig entfernt worden. Aber ihr schaut euch dieses Video ja vielleicht an, weil ihr noch mit der Idee spielt, das selber zu machen, um zum Beispiel Geld zu sparen. Reden wir erstmal über die Methoden, so einen Baumstumpf schnell wegzubekommen. Mhm. Das heißt innerhalb von ein paar Tagen vielleicht, ja, von heute auf morgen. Von Stunden oder Tagen, je nachdem wie fit man ist, wie groß der Baum ist, wie lange es dauert. Ja, also erstmal ist mechanisch, das heißt irgendwie ausbuddeln. Mhm. So, erster Fehler, der immer gemacht wird, wird erst mit der Baum unten abgeschnitten und dann fängt man an. Nein, Stamm stehen lassen. Der Stamm ist immer noch ein guter Hebel. Kann also sehr gut helfen. Komplett den Stamm oder wird erst die Krone abgeschnitten? Das schon weg, aber dass man einfach nur den nackten Stamm dann da noch hat. 2 Meter, 2,5, je nachdem, wie man haben will, wie groß der Baum ist. Das ist ja ein Hebel, genau, den man sich zur Nutze machen kann. Okay, dann muss man einfach gucken, wie kriege ich das Ding raus? Wir sind jetzt mal beim Ausbuddeln. Genau. So, das heißt, am einfachsten ist, man fängt an, macht um den Stamm untenrum einen Graben, trifft da irgendwie auf die Wurzeln. Das ist dann unterschiedlich. Es gibt Bäume, die haben Flachwurzeln. Das heißt, man hat dann so eine Schicht und wenn man die alle durch hat, ist gut. Dann gibt es Herzwurzler, die gehen in alle Richtungen. Geht auch noch. Bei Pfahlwurzeln wird es dann schwer, weil die haben dann im Prinzip eine Hauptwurzel, auch viele kleine andere drumherum, aber eine Hauptwurzel, die dann sehr dick in der Mitte runtergeht. Das heißt, da muss man komplett erstmal einen Graben drumherum machen und muss überhaupt erstmal da unten drankommen. So, wie macht man das? Okay, Spaten kennt jeder, Schaufel kennt auch jeder. Wir haben hier noch eine Spitzhacke, kann man nehmen. Aber mein Lieblingswerkzeug, du hast es direkt gekrallt, ist so eine Wiederhopfhaue. Wir haben hier einmal so ein Blatt dran, wie eine normale Hacke. Damit kann man also wunderbar versuchen, diesen Graben zu machen, zu ziehen. Also man hackt rein, zieht die Erde raus und das geht relativ zügig. Wenn man dann auf eine Wurzel trifft, dreht man das Ganze rum und kann dann mit dieser Axtseite das Ganze durchhauen. Wenn man das nicht hat, du hast eine normale Axt, Spitzhacke, Schaufel, die Wurzeln irgendwie freilegen, durchhauen. Immer aufpassen, dass man sich nichts dabei tut. Zu diesem Werkzeug muss ich sagen, das wird auch immer wichtiger in meinem Garten. Genauso wie Marcel das beschrieben hat, habe ich in meinem neuen Gemüsegartenstück, was ich vor 2 Jahren bekommen habe, da stand eine große Weide mitten da, wo jetzt die Gemüsebeete sind, konnte leider nicht bleiben und ich habe es hiermit tatsächlich entfernt bekommen. Hat ein bisschen was gedauert, man muss es ein bisschen erstmal so üben, gucken, wie macht man es am besten. Aber dieses Werkzeug, wegen dieser Vielseitigkeit, in meinem neuen Garten, wo jetzt ein Obstgarten entsteht, da ist ja jetzt Rasen überall. Und das ist super, um flächig die Grasnarbe abzutragen. Kann man auch vorsichtig drunter abschälen. Ja, klar, warum nicht? Die Baumwurzeln kann sie durchhauen, man kann sie durchsägen mit einer Handsäge. Wenn man eine Motorsäge nimmt, unbedingt aufpassen, vor die Wurzel richtig sauber machen, weil die Erde ist ja im Prinzip fein gemahlenes Gestein. Und wenn man Gestein sägt, muss man sich vorstellen, das ist so wie Schmirgelpapier. Also ist schnell die Kette von kaputt. Okay, dann hast du ja eben noch was gesagt, den Baum, ne, der ist ja abgeschnitten, auf genau der Höhe. Genau. So, und da könnt ihr euch überlegen, lasst ihr vielleicht diesen Baumstamm stehen. Warum? Gut, dann brauche ich aber nicht buddeln. Gut, das geht jetzt nicht mehr ums Entfernen. Das wird ja irgendwann Totholz, so oder so. Stehendes Totholz ist super wichtig für die Natur. Gibt es kaum noch, weil die Wälder werden ja heute alle aufgeräumt und sowas. Und viele Insektenarten, die sind darauf angewiesen, im stehenden Totholz ihre Zonisten, Bruthöhlen. Oder auch sich von dem
Totenholz ernähren. So, das hier sind ja alles solche kleinen Werkzeuge. Man kann auch viel martialischer dran gehen. Jetzt kommt ja der Spaßteil. Ja, also selber kaufen ist natürlich Blödsinn, aber man kann Geräte ausleihen. Es gibt einmal so Stubbenfräsen. Da ist wie ein, ja, wie ein großes Rad, wo so ganz Hartmetallzähne dran sind, wo man dann damit drüber fährt und dann so Schicht für Schicht von diesem Stubben dann abträgt, bis man eben das Ganze so weit raus hat, dass man sagt, jetzt ist okay. Andere Geschichte ist Minibagger. Da wird es aber schon ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen mit umgehen können. Das kommt auch ein bisschen auf das Gelände an, je nachdem wo das ist, kommst du gar nicht mit dem Bagger da rein, ohne alles kaputt zu machen. Ja, man muss ja überhaupt drankommen und dann ist der Kollateralschaden, das ist natürlich dann auch immer die Frage. Wenn man in der bei Google sucht, Baumstamm entfernen oder besser noch auf Englisch das macht, da kommen sehr, sehr kreative Möglichkeiten. Ich habe einen gesehen, der ist mit dem Panzer drüber gefahren. Naja. Das ist natürlich Blödsinn. Aber ganz häufig, dass Leute ein Auto nehmen, machen eine Kette da dran, irgendwie um die Wurzeln und ziehen dann. Hast du das schon mal probiert? Nein, das habe ich noch nicht probiert. Mit dem Radlader haben wir es schon mal gemacht. Das ist aber ein bisschen eine andere Geschichte. Man muss dann, aber das ist schon gefährlich, also man muss aufpassen, so ein Ding kann reißen, es kann abrutschen, es knallt dann, also ich habe da auch schon Videos gesehen, wo dann plötzlich das Auto in zwei Teilen war, wo dann der Baum drauf gefallen ist, also man muss dann schon ein bisschen wissen, was man macht. Wir hatten ja eben gesagt, den Stamm stehen lassen als Hebel, kann man natürlich dann zu zweit, zu dritt von Hand rangehen, es gibt einen Seilzug, es gibt einen Greifzug. Eine Winde. Winden, genau, wenn man solche Sachen hat, kann man das nutzen. Man kann den Baum auf Spannung bringen dann und kann dann auch die Wurzeln dann leichter durchhauen. Man merkt dann auch schneller, wo Wurzeln sind. Ist unter Umständen recht hilfreich. Aber sobald man sowas macht, herrscht immer Spannung und es ist schon eine Nummer gefährlicher. Man muss dann wirklich wissen, was man macht. Ja. Weil die Blaufichte, wo wir die ganze Zeit nebenstanden, das Dach von diesem Gebäude schon angegriffen hat, musste die leider entfernt werden. Was zurückbleibt, ist natürlich dieser Stumpen. Und an dem Beispiel einfach mal, ich meine, wir haben jetzt nicht 100 verschiedene Beispiele hier, aber an dem könntest du jetzt mal sagen, wie würdest du vorgehen? Der Durchmesser ungefähr, was sind das, 30, 40 Zentimeter? Na, es sind ja ein bisschen über 30 auf der langen Seite. Okay, was würdest du machen? Gut, also wenn er ganz raus ist, raus soll, dann, ja, gut, dann fängst du natürlich an zu buddeln. So, und da haben wir schon hier die erste kleine Wurzel, umdrehen, durchhauen. Zweites Mal und dann kann man diesen Wurzelteil schon rausnehmen. Ja, das ist dann einfach viel, viel Handarbeit, bis man den dann raus hat. Spart man sich das Fitnessstudio. So viel zu den schnellen Methoden. Jetzt kommen wir zu den etwas langsameren Methoden. Und auch da im Internet findet man sehr kreative Vorschläge, die ich niemals so machen würde, von Chemikalien über Säure, über was auch immer. Ja, sag einfach mal, was ist so das Gängigste oder was würdest du empfehlen? Also das Schönste ist natürlich, wenn man Platz hat, wenn das Ding eigentlich gar nicht stört und man lässt es einfach. So ähnlich wie die Blaufichte, wo wir gerade exemplarisch da was gezeigt haben. Die werde ich nicht rausholen, die soll da verrotten. Da kann man natürlich dann wieder Sachen machen, dass das Ganze etwas schneller geht. Genau. So, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wenn man, wo fangen wir an? Also, wenn man sich jetzt mal so einen Zaunpfosten anguckt, der irgendwo in der Gegend gestanden hat und der ist dann irgendwann kaputt, durchgefault, dann sieht man erstmal, das ist nicht unten in der Erde passiert, das ist nicht oben passiert, das ist meistens so an der Erdoberfläche passiert. Das heißt, also an dieser Erdoberfläche haben wir feuchte Bedingungen, die für den ganzen Verrottungsprozess besser sind oder ja, wo das Ganze besser funktioniert, schneller funktioniert als jetzt in der Erde, wo es dauerfeucht ist oder auch oben, wo es trocken ist. Also ein gutes Klima für Bakterien und Pilze. Genau. So, und da kann man einmal versuchen, das herzustellen, indem man das Ganze ein bisschen abdeckt, mulcht mit irgendwas auch immer. Ein Komposthaufen drum baut. Zum Beispiel, da kann man kreativ sein, muss natürlich auch dann dahin passen von der Optik und ja. Die andere Sache ist, man kann versuchen, also man merkt ja eigentlich immer, wenn etwas verrottet, das verrottet ja eigentlich nicht von innen nach außen, sondern meistens von außen nach innen. Das heißt also, von der Oberfläche her geht es ins Holz rein. Was kann man machen? Man kann versuchen, die Oberfläche zu vergrößern, indem man
Löcher reinbohrt, dann ist ja jedes Loch ist ja wieder eine neue Oberfläche. Also mit einem längeren Holzbohrer. Genau, so tief wie man kommt, wie man meint, dass das Holz ist. Wenn man dann darunter irgendwo ins Gestein bohrt, ist der Bohrer mal, also nicht zu tief, weiß ich, 10, 15 Zentimeter reicht. Kauft euch einen günstigen Bohrer für das. Wenn er kaputt geht, ist nicht so schlimm. Was ich immer mache, wenn wir ja fällen, wir haben ja die Motorsäge dann sowieso in der Hand, ich mache dann einfach Schlitze oder Kreuze mit der Motorsäge da rein. Ach, das habe ich schon mal gesehen, so ein, wie so ein Wabenmuster, ne? Zum Beispiel, genau. So, das ist, hat den gleichen Sinn, die Oberfläche wird vergrößert. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten. In diesen Löchern kann ja dann auch immer mal so ein bisschen Wasser stehen bleiben, das Holz immer wieder anfeuchten. Und man kann das Ganze dann auch füllen, jetzt nicht mit Chemikalien, mit Säure, sondern mit einem Dünger. Man kann einen organischen Dünger nehmen. Das Ganze, der Hintergrund ist, Holz selber hat einfach sehr wenig Stickstoff. Und Bakterien brauchen Stickstoff, um eben ihre, ja, das sind ja Eiweiße, destruktive, ne, um sich überhaupt zu entwickeln. Und wenn ich dann über einen Dünger dann Stickstoff hinzufüge, können die Bakterien einfach besser wachsen, können schneller arbeiten, können sich schneller vermehren. Weißt du, wo viel Stickstoff drin ist? In Harnstoff. Und den Rest könnt ihr euch denken, was man jetzt machen könnte. So wäre eine Möglichkeit, ist aber auch dann schnell wieder weg. Also wenn ich einen organischen Dünger nehme, Hornspäne, Mist in irgendeiner Form. Oder einfach ein bisschen Kompost drauf und in die Löcher reinbringen. Ja, da ist im Kompost ist ja auch schon was drin, aber natürlich nicht so viel, als wenn ich jetzt direkt. Ja. Aber wenn ich dann, man kann auch Dünger reintun, anschließend den Kompost oben drüber. Ja. So, und du hattest eben gesagt, du meinst, dass solche Maßnahmen die Zeit, die so ein Baumstamm zum Verrotten braucht, halbiert. Ja. Also nicht 10 Jahre, sondern fünf Jahre. Mein Bauchgefühl, genau. Also wie lange das Ganze dauert, ist sowieso ja abhängig von der Holzart. Also eine Eiche wird viel länger dauern als eine Fichte oder eine Birke. Birke ist nach 4, 5 Jahren auch so schon weg, so ungefähr. Und natürlich auch von dem Durchmesser. Also je größer, umso länger dauert das. Da haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, mit vielen Löchern und so ein bisschen einzuwirken. Andere Sache ist, wenn das Ganze mal so ein Jahr schon mal so gestanden hat, man könnte versuchen, das ist ein Versuch, wenn man irgendwo schon angerottetes Holz hat, dass man einen Teil davon nimmt und dann auch in diese Löcher reinreibt, einfach um Pilzsporen da reinzubringen. Ja, oder man versucht es dann wieder mechanisch, wenn das Holz schon angerottet ist. Was man damals nicht geschafft hat, schafft man jetzt vielleicht. Genau, also habe ich jetzt gerade gemacht diesen Herbst mit, wo unsere Maibäume gestanden haben. Das Ganze hat, ich glaube, 3 oder 4 Jahre so da gelegen. Die Wurzeln waren angerottet und dann bin ich einfach mit der Fräse drüber gefahren, habe die klein gemahlen. Wenn ihr euch jetzt also entschließt, den Stumpf im Boden zu lassen, vielleicht so ein bisschen nachhelft, wie Marcel das gerade beschrieben habt, dann müsst ihr auf eine Sache aufpassen, und zwar der kann an den Seiten wieder neu austreiben durch schlafende Knospen, die sich dann einfach da bilden. Und das habe ich bei meinen Walnüssen gesehen. Die sind in einem Jahr die Triebe fast 2 Meter hoch geworden. Und das ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären, weil die ganzen Stoffe ja noch in der Wurzel drin sind. Genau, die ganzen Reservestoffe, die Pflanze in der Wurzel eingelagert hat, die zieht ja im Herbst auch aus den Blättern die Nährstoffe raus, lagert das in der Wurzel ein, wird dann im Frühjahr wiederverwendet. Wenn ich jetzt im Winter einen Baum fälle, dann ja, ist das die Wurzel richtig noch voll davon und umso mehr Kraft hat der. Jetzt im Frühjahrsommer einen Baum gefällt habe, dann ist die Wurzel ein bisschen leerer, weil es gerade verbraucht hat, aber würde dann trotzdem wieder austreiben. Wobei austreiben muss man immer sagen, es gibt Baumarten, da passiert gar nichts. Hier Fichte, Tanne, Kiefer, da sollte eigentlich gar nichts mehr passieren. Abgeschnitten, Thema erledigt. Walnuss sehr stark, kann ich bestätigen. Walnuss, Weiden, Eiben auch, also die machen selbst. Die brauchen nicht mal Knospen, die machen es aus dem Kambium irgendwo raus, wachsen die wieder. Linden, also es gibt verschiedene Bäume, die treiben einfach aus dem Stamm wieder aus. Andere, sagen wir da Sanddorn, Akazien, selbst aus Wurzeln, also selbst wenn man dann diesen Stubben rausgefräst hätte, kann es passieren, dass überall Essigbaum ist, so ein Klassiker. Pflaumen.
Pflaumen auch. Ne? Da kann irgendwo aus den Wurzeln kann da wieder was nachkommen. Muss man dann dranbleiben, immer wieder abschneiden, bis die Wurzel wirklich komplett verhungert ist. Aber im Großen und Ganzen passiert das bei den meisten Bäumen halt nicht. Und ganz interessant dabei zu wissen, das macht man sich so gar nicht klar, oder es ist einem gar nicht so klar, ist, dass das Verhältnis Masse Baumkrone und Masse Wurzelwerk fast 1:1 ist. Das heißt, das, was man oben sieht, ist unter der Erde an Masse nochmal vorhanden. Das würde man niemals ganz rauskriegen. Und wenn das mit der Zeit abstirbt, das ist ja eigentlich ganz gut, Humusbildung im Boden. Ja. Aber es ist schon eine ganze Menge an Wurzeln da drin. Ihr werdet das niemals rausbekommen. Nein, ist auch gar nicht nötig. Genau. Also, ne? Ihr müsst nur diesen Vegetationspunkt wegnehmen, genau. Dass sich dann auch keine Neuaustriebe mehr bilden und dass dann auch keine Ausläufer mehr gefördert werden. Richtig. Dann hast du noch was Kreatives vorgeschlagen. Was war das? Ja, einfach mal einen Blumentopf da drauf. Ach so, ja gut, das Teil einfach mal stehen lassen. Und ich habe es auch schon gehabt, da war der Stamm komplett mit Efeu eingewachsen, hat man ihn abgeschnitten und hat man eben den grünen Efeu-Stamm gehabt und dann irgendwann nach 10, 15 Jahren ist das Ding dann umgefallen. Das Umfallen könnte man ja auch wieder fördern, indem man mit der Bohrmaschine einfach so außen unten am Boden ringsrum ein paar Löcher nochmal reinmacht. Und geht alles ein bisschen schneller. Und es gibt Leute, die sehr gut mit einer Kettensäge umgehen können. Ja. Und die bauen dann lustige Figuren da draus. Ja, da gibt es Bären, Adler und sonst was alles. Und du machst uns jetzt aus dem hier mal einen schönen Adler. Ich lasse dir den Vortritt dazu. Das würde ich echt mal gerne machen, so einen Kettensägenkurs, und scheint dir irgendwie Spaß zu machen. Naja, ihr habt gesehen, es ist ja immer traurig, wenn ein Baum gefällt wird, aber der Stumpf sollte schon aus dem Boden raus. Wie schnell, das könnt ihr beeinflussen. Heute habt ihr ein paar Tipps dazu bekommen und ja, damit wären wir eigentlich schon am Ende dieses Videos und sagen, wie immer, hat es euch gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. So, jetzt dekorieren wir den hier, ne?